Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute werden wir Ihnen die Münzserie der Arche Noah Münze vorstellen. Und zwar deswegen, weil diese Münze sich immer stärker am Anlegermarkt etabliert. Neben den Namen American Eagle, Maple Leaf und auch der Koala-Serie beispielsweise aus Australien hat diese Münze sich in den letzten Jahren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Namen gemacht. Lassen Sie uns gemeinsam diese Münze ansehen. Wir haben hier was vorbereitet. So, dann schauen wir uns diesen wunderschönen Silberschatz einmal an. Und zwar haben wir hier die ganze Münzserie der Arche Noah aus dem Jahrgang 2016. Es ist so, dass Sie hier unter anderem die 1/4-Unze von der Arche Noah sehen, die deutlich kleiner ist als jetzt der Rest. Aber wenn Sie diese Münzen bei uns bestellen, dann bekommen Sie die auch in einer entsprechenden Münztasche. Wir werden die jetzt mal für Sie rausnehmen, dass Sie das Ganze auch live ansehen können. So. Und zwar sieht man hier im Vordergrund eine Friedenstaube am unteren Ende da außen, wenn Sie genau hinsehen. Ich hoffe, ich verdecke nicht zu viel mit meinem Handschuh. Wir werden es uns im größeren Umfang gleich auch nochmal auf der 1-Kilo-Münze ansehen. Auf der Rückseite sehen Sie das armenische Wappen und eine 100 für 100 Gramm, was den Nennwert der Münze darstellt. Die halbe Unze der Münze, wie gesagt. Auch eine schöne Größe, wenn man mal eine kleinere Stückelung sucht, um vielleicht ein bisschen flexibler zu sein. Und hier auch die 1-Unze. Die Münzen kommen, wenn Sie die in der vollen Münztube bestellen, immer in 20er Münztuben, diese kleinen Tuben hier. Und bei diesen drei gekapselten Münzen ist es so, dass Sie die von uns, wenn Sie die in der 10er Einheit, diese hier in der 20er Einheit oder diese hier in der 20er Einheit, 5 und 10 Unze, in einer Holzbox bekommen. Und diese Holzbox gilt als Masterbox, die ist kostenlos im Preis mit inbegriffen. Warum sind nur diese Münzen gekapselt? Es liegt einfach daran, da diese Münzen viel, viel filigraner sind in der Prägung und dass die kleinen Münzen, wenn Sie die in der 20er-Tube bestellen, sowieso in einer Tube kommen, in einer eckigen weißen Münztube, die nochmal verschlossen ist, dass kein Sauerstoff rankommt. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir uns die Münzen noch ein bisschen genauer im Detail ansehen. So, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Und zwar sehen Sie hier unten die Friedenstaube und die Arche. Im Hintergrund sehen Sie quasi den Sonnenaufgang. Und als Umrandung der Münze kann man quasi hier Noahs Ark lesen in Englisch. Hier oben haben Sie auch nochmal den armenischen Schriftzug. Die Münze hat eine wunderschöne Spiegelung, ist wirklich sehr, sehr filigran. Eine der schönsten Silberanlagemünzen, die wir anbieten dürfen. Die Münze hat allerdings keinen Nennwert in Euro, sondern Armenien hat den Nennwert Dram. Hier außen sehen Sie auch nochmal die Feinheit 999, also es ist keine 4,9er Feinsilbermünze. Sie sehen hier den armenischen Schriftzug Republic of Armenia, was hier unten auch nochmal steht, und das armenische Wappen. Wirklich mächtig, diese Münze. Ich finde auch persönlich die 10-Unzen-Münze sehr gelungen, wenn man sich den Rand der Münze nochmal ansehen möchte. Die Münze hat einen geriffelten Rand. Und die Kapsel ließe sich auch öffnen. Ich empfehle immer, lassen Sie es in der Kapsel. Die Kapsel brechen relativ schnell, wenn man sie öffnet. Die einzige Kapsel, die sich einfach aufmachen lässt, ist die 5-Unzen-Kapsel. Die werden wir jetzt mal öffnen, damit wir die Münze ein bisschen besser für Sie auf die Kamera bekommen. Bitte niemals mit bloßen Fingern anfassen. Das Problem daran ist, dass Sie diese Fingerabdrücke ganz schwer wegbekommen. Und hier sehen Sie auch nochmal, wie filigran diese Münze verarbeitet ist, wie detailversessen. Die Münze wird produziert von der Leipziger Edelmetallverarbeitung in Deutschland, nicht abschrecken lassen von dem armenischen Nennwert. Es ist eine Münze, die in deutscher Qualität produziert wird und die mittlerweile weltweit in allen Ländern vertrieben wird. Zu den Münzen an sich gibt es vielleicht noch ein paar Details zu sagen. Die Viertel-Unzen-Münze hat einen Durchmesser von 20 mm, die halbe Unzenmünze hat einen Durchmesser von 27,2 mm, die ganze Unze hat einen Durchmesser von 38,5 mm, bei der 5-Unzenmünze haben wir 60,3, hier bei der 10-Unzenmünze haben wir 101 mm, Entschuldigung, das war die Kilomünze mit 101 mm und bei der 10-Unzenmünze haben wir 75,5 mm. Und jetzt machen wir was Besonderes, und zwar haben wir eine Münze fast übersehen, auch wenn es nicht die kleinste ist. Und zwar, wie Sie hier unschwer erkennen können, ist das die 5 Kilogramm Arche Noah Münze.
Und diese Münze ist schon verkauft. Deswegen haben wir uns lange überlegt, ob wir diese Münze hier öffnen. Wir werden es jetzt live machen. Wir werden diese Münze einmal live zeigen, weil die Nachfrage nach dieser Münze wirklich enorm ist. Et voilà. Und hier haben wir die wunderschöne 5 Kilogramm Münze, die sich auch nicht leicht rausnehmen lässt. Aufgrund des Durchmessers ist diese Münze natürlich deutlich voluminöser. Und ich glaube, für den einen oder anderen, der das Motiv genauso liebt wie wir, wirklich pure Emotionen. Die Münze ist eingeschweißt. Es gibt auch Nachfrage auf spezielle Kapseln, wobei diese Kapseln sehr teuer sind, weil sie sehr filigran sind und schnell brechen würden. Ja, an dieser Stelle hoffen wir, dass wir Ihnen auch hiermit noch einen Gefallen tun konnten und uns gemeinsam nochmal die Arche Noah 5 Kilogramm Münze ansehen konnten. Hier innen drin vielleicht noch als Detail finden Sie noch eine Seriennummer, die wievielte Münze das ist. In dem Fall ist es dann die 14.871, die über die Theke gegangen ist. Also Sie sehen, es gibt weltweit schon eine erhebliche Nachfrage nach diesem Stück. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder auch Verpackungen suchen, Sie finden alles in unserem Zubehörbereich. Die Münzen finden Sie selbstverständlich auch alle bei uns im Shop. Der Jahrgang 2016 wird etwa bis Ende Oktober 2016 produziert und dann wird es einen Jahrgangswechsel hier geben. Ich denke, das waren einige und viele Informationen. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen, über Anregungen und Kommentare. Auch unseren YouTube-Kanal dürfen Sie gerne abonnieren, wenn Sie regelmäßig informiert bleiben möchten. Und wenn Sie persönliche Fragen an uns haben oder eine Beratung wünschen, dann rufen Sie mich, Dominik Kettner, oder meinen Vater Jürgen Kettner unter der 07930 2609 mit deutscher Vorwahl an. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.